Vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön, herzlich willkommen zurück zu Late Night Gaming nach ein paar Tagen Abstinenz, so kann man es sagen, wegen eines grippalen Infekts. Das hat ja, wann habe ich mir das letzte Mal hingesetzt? Sonntagabend habe ich das Ganze ja schon bemerkt. Ich habe das schon gesagt, ja, es sieht nicht gut aus. Und genau so war es auch. Ich habe mich jetzt die Tage ein bisschen auskurieren können und bin fast bei 100%. Nicht ganz, man hört es vielleicht noch. Ich sage jetzt mal, bei 90% sind wir schon angekommen. Und diese 90% reichten mir am heutigen 17. August, um mal wieder mich ein bisschen mit virtuellem Fußball zu beschäftigen. Was ich in den letzten Tagen übrigens auch wenig gemacht habe. Einfach, warum sollte ich das auch tun? Es gibt ja nichts zu tun, es macht ja auch keinen Spaß. Warum sollte man sich dann mit FIFA 23 beschäftigen? Gut, heute ist es dann doch mal wieder Zeit, seiner Pflicht nachzugehen. Ich meine, es gab ja auch genügend andere Sachen. Gestern Abend zum Beispiel war der europäische Supercup zwischen City und Sevilla, den Manchester City für sich entschieden hat. Glückwunsch dazu. Man konnte ja auch seine Zeit mit anderen Sachen rumbekommen und man konnte seine Zeit ja auch anders nutzen als mit diesen, was wir jetzt gleich wieder machen. Aber ich will da jetzt gar nicht so drauf rumhetzen und drauf rumhaten. Ich freue mich einfach mal wieder ein bisschen FIFA spielen zu können. Für anderthalb Stunden mich zu, was soll das, ne? Mich zu qualifizieren für das, was wir halt immer machen, für diese Finals. Mit natürlich derselben Mannschaft und so weiter und so fort. In fast genesenem Zustand. Ansonsten kann ich erstmal, ich möchte und kann auch nichts berichten. Deswegen würde ich jetzt gerne rübergehen. Wir haben bestimmt heute tolle Musik mit dabei. Herzlich willkommen zu Land Game. Wir sehen uns gleich drüben wieder in FIFA 23. Hallo! Willkommen zurück. Hallo, Hallöchen. Willkommen zurück zu Late Night Gaming. Lass uns mal gucken, was es an tollen SBCs gibt. Ansonsten werde ich halt hauptsächlich heute viel spielen. Gehe ich von aus. Im CR7 Al-Nasser-Trikot. Okay. Gut. Okay, warte mal. Hat man jetzt gerade, das würde ich jetzt gerne mal persönlich wissen, hat man das gehört, diese Musik? Nö, ne? Hat man nicht gehört. Das ist natürlich schlecht. Das ist jetzt eine doofe Geschichte, weil ich eigentlich gerne Musik hätte hören wollen. Pass auf, wir fangen einfach nochmal von vorne an, dann hören wir uns das nochmal an. Hören wir das? Gut. Achso, wir haben natürlich Sets dabei. Klar. Ich habe ja irgendwie ein bisschen was aufsparen können. Oh, ich dachte schon, es wäre Film. Aber die sind ja noch gar nicht alle gewechselt. Die sind ja noch gar nicht alle gewechselt. Down the hill.
Dankeschön an Kavinsky mit Nightfall. Aber wir haben noch ein viel schöneres Lied. Ich entschuldige mich übrigens für zwischenzeitliche Hüsteleien. Das kommt noch von diesem grippalen Infekt. Und das wird heute durchaus und wahrscheinlich auch morgen durchaus mal auftreten zwischendurch, dass so kleiner Räusperer dazwischen ist. Aber ich verspreche, das wird nicht überhand nehmen und es wird nicht den Ablauf stören. Okay? Sido und Luciano mit Energie! Lass mal weitermachen. Nico, Lucio, Loco, kaputt, Berlin. Fokus, Dollar, schneller, Hula, Feldin. Turbo, voran, Hennessy, Vitamin. Hör nicht auf, Modus, Hunger, schnell, aggressiv. 182 plus Spieler. Ausweisung geöffnet. Oh Gott. Ja, das war doch nicht so gut. Enzo Fernandes. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf und ab. Wow. Scheiß auf Tille. Wow. Ich bleib lieber wach. Wow. Hunde bellen viel. I don't give a fuck. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf. Was ist das? Ist gar nicht mal so gut. Schmeiß die Fofis durch den Club für die Energie. Die Klamotten und der Schmuck, alles Therapie. Kurz ins Mikrofon gespuckt, noch ein Evergreen. Was die Hater sagen, juck, Bruder, Sellerby. Mir sind Zahlen Alter. Scheißegal, ich bin kein Bürokrat. Hab einen schwarzen Wagen und im Garten im Vergnügungspark. Fahr mit 100 km/h durchs Parkhaus wie ein Psychopath. Klar, du bist so hart und kannst Karate, alles für den Arsch. Ist mir Latte so wie morgens, wenn ich pisse. Wenn ich pisse. Nein, das sind keine Worte, das sind Witze. Das sind Witze. Der Griff in meine Taschen fühlt sich gut an. Denn so kommt die Energie in meine Blut, war nicht real. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Ja. Wenn wir Welle schieben, immer auf und ab. Scheiß auf Teledien, ich bleib lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf und ab. Scheiß auf Teledien, wir sind lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Zu viel Energie, Kurbel haben wir natürlich noch, na klar. Also dafür, dass es 182 Plus-Spieler waren, ne? War das Set, also es war teuer, auf jeden Fall 88, 87, 86er Team. Ich glaube sogar 89, 88, 87, so. Das war teuer, das Set war wirklich teuer. Und wir haben aber wenig Duplikat aus diesen 100 Spielern. Das ist ganz interessant. Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, dass wir so wenig Duplikate haben. Aber trotzdem... zufriedenstellend, wie immer, müssen wir das leider verneinen, weil es einfach nicht zufriedenstellend ist aus 182 plus Spielern. Sido, bitte mach weiter. Raus aus den Pantoffeln, rein in diese Schuhe, die nur mir passen. Ich weiß, ihr lasst mich ungerne gehen, aber ihr müsst auch verstehen, euer Papa muss Musik machen. Zwischen Fudora-Tüten und Bierflaschen,
Kamera ist doch da. Passieren lassen. Ich mein einfach mit den Jungs ein bisschen Weed puffen, Reime auf den Beat packen, wie gesagt Musik machen. Denn keiner macht es so wie Papa, weil keiner hier gemacht ist so wie Papa. Sie versuchen es mit Maske so wie Papa, doch sehen keine Sonne, weil sie nur im Schatten stehen von Papa. Ich geh da raus und spiel vor tausenden von Leuten. Ich bin aufgewacht, doch hab noch lang nicht aufgehört zu träumen. Und ich weiß, ihr macht euch Sorgen, denn da draußen ist der Teufel. Aber bald komm ich nach Hause mit der Beute so wie immer. Zähl die Gold- und Platin-Awards. Ich bin dieser Rapper mit den Radiosongs. Wie kann eigentlich Masraoui besser sein in-game? Guck mal her. Als der Benji Pavard, der hat mit 82 Pavard im Mund. Und ja, ich wohne jetzt im Speckgürtel. Es gibt Verlierer und Gewinner, doch egal wie dieses Leben spielt, Berliner ist man immer so wie ich. Meine Stadt, mein Zuhause, mein Viertel, meine Gegend, mein Palast. Meine Jungs, die Familie, die Leute, die ich liebe, alle satt. Ich könnte mich zur Ruhe setzen und einfach genießen als ein Mann, der alles hat. Doch ich muss weitermachen, denn die Modus Mio Playlist geht mir auf den Sack. Und ich kenn einfach kein Ende, keine klare Grenze. Ich mach so wie ich denke, gebe Gas, auch wenn ich bremse. Pack den Wagen vorm Wemp, ich spar nicht für die Rente. Mit 22 Knaben, die mich tragen auf einer Sänfte. Mann, ich bin wieder auf Sänfte. Wow. Hol dir Popcorn und Getränke, ich geb wieder ein zum Besten und ihr klopft euch auf die Schenkel. Deine Eltern, deine Freunde, die Cousins und deren Enkel, diese Hipster und die Gangster, meine Fans, sie alle nennen mich Legende. Ha, komisch. Ich glaub nicht, dass ich eine Legende bin. Weil Legende so nach Ende klingt. Legende klingt nach Ende. Erstmal dieses Album. Ja. Das 8. Ich und keine Maske. Sido aus seinem Album, das 2009 rauskam. Ich und keine Maske. Das Lied ist wie Papa. Dann lassen wir weitermachen wie Papa und hoffentlich einen sehr erfolgreichen fußballerischen Abend haben. Darum geht's hier. Um mehr. Banditen. Oh, wir spielen die Banditen. Walker übrigens nicht gewechselt zu FC Bayern. Ja, es sieht so aus, als wäre der Wechsel so gut wie vom Tisch aus. Und weil City den nicht freigibt. Ähnlich wie übrigens ja einen weiteren Spieler, den der FC Bayern gewechselt ist von Manchester City. Stefan Ortega, der zweite Keeper. Den wollen sie nicht freigeben. Also City ist schon interessant. Kaufen, kaufen, kaufen. Da sind ja noch bereits angefangen. Das heißt, ich habe geflunkert und doch vielleicht das eine oder andere Spiel schon gespielt. Ja, das kann sein. Aber weniger als sonst. Musiala und Ter Stegen, der zuvor schon wieder gut pariert. Also, wir sind mittlerweile auf dem Stand, dass natürlich ganz viele Leute brutal gute Teams haben. Ich gehöre vielleicht nicht so ganz dazu. Ich denke mal, das sind alle Spieler, die auch ganz gut waren, vielleicht mal vor vergangenen Tagen, aber aktuell nicht mehr so gut sind. Robert Lewandowski.
absolute Oberklasse ist es, aber das ist nicht so. Marco Reus, der das hier gut macht. Marco Reus, super Dribbling, Kurzecke, 2-0. Reus, 2-0. Wirklich tolles Tor vom Nationalspieler. Kolo. Trifft zum Anschlusstreffer 2-1. Oh, George Best geht dran vorbei. Best. Gut verteidigt. Musiala. Hinten wäre Mbappé. Musiala, Lewandowski, na, das ist Mbappé und Tatar. Bellingham. Musiala rechts. Theo Block. Holt sich den Ball. Theo Hernandez. Lewandowski und was haben wir da? Ja, das sieht offensiv in vielen Bereichen eigentlich ganz gut aus. Deswegen müssen es nur auch weiterhin so durchziehen und durchsetzen. So, na. Ah, das kommt hin. Das wollte ich nicht aus, das Ganze. Das war die erste Halbzeit. Wir führen mit 2-1. So wie es geht. Ich spiele ja oder mich gerne wechsle ich den Herrn Coutinho Philippe ein. Das würde ich auch hier wieder gerne machen.
glaube, das ist auch ein echt cooler Typ. Nicht nur, ich glaube nicht nur, das weiß ich sogar. Also, lass mal weitermachen. Coutinho macht mir Spaß, immer wenn wir den einwechseln. Er hat viele tolle Szenen. Er hat viele gute Dribblings. Fühlt sich unheimlich beweglich und schnell am Ball an. So, und da ist er schon. Philippe Coutinho. Coutinho, außen am Spieler dran vorbei, da ist Lewandowski Pfosten. Ja, das geht so einfach. Coutinho auf die Grundlinie, Ball zurückgelegt in den Rückraum und dann geht's ganz, ganz schnell. Der Pfosten rettet für die gegnerische Mannschaft. Kunde, Stegen, Ramos, spielerisch gelöst das Ganze. Sehr gut. Also nicht gut gemacht. Von Marquinhos. Das geht aber deutlich besser. Boah, Stegen! Und wo steht Sergio Ramos? Das ist ein Verteidiger und das ist der erste Mann, der den Ball abfängt und das gefühlt im Mittelfeld. Das kann nicht sein, Sergio Ramos. Stellungsspiel nicht gut. Stegen macht's hier. Top. Den Ball. Eieiei. Hat Ramos eigentlich schon? Nein, hat er nicht. Er hat noch keinen Verein gefunden, wo er in der kommenden Saison spielen möchte. Interessant, dass dort noch kein Angebot aus Saudi-Arabien kam für Ramos. Und er hat mittlerweile so gut umgeben. Neymar mittlerweile übrigens auch. Das freut uns alle sehr. Und Neymar schafft den meisten 24 Shuttle Service. Und seinen 37 Ballen in dem neuen Luxusvilla. Also wenn Neymar nicht schon reich genug ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, geht noch mehr, ne? Wieder Lewandowski und jetzt ist er drin. Und irgendwann muss sowas auch mal klappen. Das ist sowas. Es klappt. Also wir sind qualifiziert. Ich weiß, ich soll ein bisschen bis zu den 6-7 hochspielen. Aber sonst, ne? Was soll man denn sonst tun? Was haben wir denn hier noch für Spieler? Elneny. Sonst noch was? Ich würde eigentlich gerne mal wieder eine neue Mannschaft bauen. Seltene 81 plus Goldspieler. Sido und Monchi, Leben von Kopf. Selber Album wie die drei Lieder zuvor. Ich und keine Maske. Dieselben müden Fratzen jeden Morgen in der Bahn. Die gleichen grauen Tage schön ordentlich geplant. Der Bagel ist okay, der Kaffee schmeckt nach Fuß. Aber bitte schön freundlich, na wie geht's? Danke, danke gut. Alle stehen immer 24-7 unter Strom und sind glücklich über 5 Minuten Frieden auf dem Klo. Ist doch alles installiert, bilanziert, finanziert, illustriert, kleinkariert, Briefpapier, DIN A4. Und auf einmal fällt dir auf, alles dreht sich im Kreis. Du fragst dich, hab ich schon alles gesehen? Und da reicht, irgendwann ist es zu spät und dann fehlt dir die Zeit. Denn der Zeiger bleibt nicht stehen, alles geht mal vorbei. Lass uns leben, Dicker. Lass uns leben vor dem Tod, so richtig übertreiben. Lass uns leben vor dem Tod, wir haben doch nur das eine.
waren, war noch alles witzig. Aber nur einmal nicht geguckt, dann bist du alt. Ich mein, das Leben ist nicht immer falsch und richtig. Aber gar nicht leben ist so richtig falsch, verstehst du? Der eine geht heute Mittag schon nach Hause. Der andere bucht den ersten Flieger Richtung Meer. Denn das Herz sagt dem Kopf halt nicht schlau. Da kommen eigentlich mal die Transfers hier. Macht die EA überhaupt irgendwas? Auf einmal merkst, alles dreht sich im Kreis. Jeden Tag der gleiche Scheiß wie jeden Tag. Kein Morgen, an dem ich mal keinen Schädel hab. Doch ein Mann darf nicht jammern, wenn er Babychen hat. Drum mach ich am Wochenende die Flasche auf. Lass es raus, bevor ich Amok lauf. Aus der Uniform und der Maske rauf. Schieß mich in andere Galaxien wie ein Astronaut. Alles wird besser, wenn ich's runterkipp. Bis ganz nach unten, da wo der Koma sitzt. Wenn man blau ist, spürt man den Koma nicht. Ich bin drauf, Lichter aus, aller Tunnelblick. Eine ganze Flasche Hennessy. Man hat sich leider nicht gesehen. Ist auch nicht schlimm.
Boah. Ein so ein Game reicht halt auch immer wieder. Am Tag. Vollkommen aus, ne? Und so wenig Lust wie auf FIFA. Selten gehabt in letzter Zeit. Bellingham, und Casillas kriegt die Beine zu. Aber stark von Jude, wie er danach setzt. Hecke, Musiala und raus auf Reus. Da oben ist ganz frei, Schulzkunde. Warum kommt er dann nicht gescheit dran an diesen Kopfball? Der steht doch so freigelassen da. Drin. Oben. Eigentlich Marco Reus gewesen. Querpass von Davis. Kommt nicht an. Buchanan. Wieder Davis. Mbappé. Chipball auf Levy. Ochoa in der IV. Holt sich den Ball. Das alleine schon sagen zu müssen. Hier kommt eine Brechreiz hoch. Torwart von 2014 und ich spiele den Spiel. Levy. Oh, der war es auf Lewandowski. Das haben sie richtig gut gemacht, Lewandowski. Will dann Casillas dran vorbei, aber der sagt no. Wollte nicht. Abseits von Levy. Beim Chipass. Und San Iker Casillas. Schoa. Oh, das sind Vorteile. Das wird gleich hier gerade geben. Vorteil, dass wir ganz vorne laufen lassen. Der Ball war ja auch schon weg. Und MVP tritt ihn dann. Vollständig. Wieder der Ball. Versucht nach vorne Levy durchzustecken. Gelingt erneut. Bullingham, Mbappé. Ja, es gibt die Karte mit Kilian. Der mittlerweile wie er ins Training gefunden hat. Das war schon mal. Ist ja auch der einzige Superstar, den Paris mittlerweile noch hat. Messi weg, Neymar weg. Okay. Auch Neymar weg. Das ist jetzt in der Maus. Musiala! Shoot. Das ist 1-0. Ja, danach kam auch nicht mehr so viel vom Gegner. Mbappé, Mbappé, da ist Reus, Abschlusstor als 1. Der hochverdiente Ausgleich nach 30 gespielten Minuten vor Marco Reus. Von Marquinhos, ey. Richtig gut. Levy gegen Ochoa. Schade. Und vor sie nehmen, sein Platz liegt den Ball sehr weit vor.
kommt zu weit vor. Natürlich ist Alphonso Davies schnell und das weiß er auch. Aber diese Ballannahme und Verarbeitung war nicht optimal. Das geht besser. Musiala jetzt. Platz auf der rechten Seite zurück zu Marco Reus. Und wieder passiert's. Nochmal Davies. Kommt nicht dran. Sie machen aber auch einen Quatsch da, seine Spieler, ne? Toll gespielt, Lewandowski und Reus! Wow! Und dass der Ball nicht reingeht, ist unheimlich schade. Boah, ist das ein toller Spielzug gewesen. Mit der Hacke war der gelandet von Levi und dann steht da Reus, der den per Hacke auch noch die doppelte Hacke aufs Tor bringt. Ärgerlich. Halbzeit 1-1. Ja, MOP geht raus, das ist sowieso schon gelb verfahren. Wir bringen wie immer Philippe Coutinho. Von Aston Villa. Eine grandiose Vergangenheit. Nur mittlerweile ist halt. Ne? Naja. Coutinho, schade. Er ist sofort wieder den Ball geholt. Busquets ist da, Bellingham. Levi, der Ball geht vor! 2-1, Robert Lewandowski, oder? Das ist ganz, ganz kurios. Aber am Ende des Tages ist der Ball im Netz. Gute Ballwahl von Levi. Jude und Reus!
Der Schiedsrichter war danach vielleicht an Reus was zu erkennen. Fällt ja nicht umsonst da einfach so hin. Das Levi, hier komme ich dran. Busquets holt sich den Ball zurück. Boah, Levi. Los. Schöner Ball von Reus auf Lewandowski und jetzt ist er frei durch und trifft zum 3:2. Toller Ball von Marco Reus. Super durchgesetzt. Lewandowski auch von davon. Und nett. Wieder Coutinho Levi. Coutinho! 2:2 war Sergio Busquets. Und nochmal Coutinho. Okay, danke. Wie machen wir weiter? Wir könnten auch eine dicke SBC machen, oder? Was? Wen? Xabi Alonso? Okay. Shevchenko, André. Joe Cole, Kiel, Cahill, das interessiert mich alles überhaupt gar nicht hier. Son, ja. Nee, auch nicht. Golo Kanté.
die Becken. 160, machen wir das nicht so aus, oder hier? Oh! Hier können wir ganz normal 11 Goldspieler reinpacken. Kriegen 3 selten zurück, ist das richtig? Crafting Challenge, das ist sehr gut. Die können wir ja en masse machen. Die ganze Nacht können wir das machen. Am besten. 3 seltene? Wissen, was es überhaupt für Spieler gibt, die man mal abschließen könnte. Rudy ist natürlich auch nicht schlecht. Stimmt natürlich schon. Wie viel kostet denn das? €1,7 Millionen. Ja. Selbst wenn wir jetzt Rudy hätten, was stellen wir denn da drum? Mit wem spielen wir denn Wayne Rudy? Mit Franck Ribéry? Gibt's denn so für Franzosen? Ja, das ist gar nicht mal so einfach alles. Oh, Nani. Nani ist auch cool. Wie viel bist du einfach mal? Einfach 35 und dann kriegen wir Nani. Stück einfach. Und dann Nani. Der wusste ich gar nicht, dass es so oft gibt. Paul Scholes. Was bauen. Also ein bisschen was mit. Tatsächlich mit Wayne Rooney habe ich hier gerade mal etwas gefunden. Aber ob das so das Richtige ist, weiß ich natürlich jetzt auch gerade nicht. Bowser! Und Bad Chief von 9 bis 9 in der Zeit. Tobe ich mich mal aus. Von 9 bis 9. Ribéry aber mit rein. Ja. Von 9 bis 9. Baby, guck nicht auf den Preis. Ich bin jung und ich bin reich. Manchmal muss es einfach sein. Manchmal von 9 bis 9.
ganze Zeit. Ich leb von Stadt zur nächsten Stadt, komm vielleicht nie mehr heim. Versteh mich jetzt nicht falsch, es ist genau das, was ich mein. Tu nur, was ich will, das Leben könnte nicht besser sein. Ja, ich flieg so weit, weit, flieg an morgen schon vorbei. Und die Kippe brennt sich in meine Fingerspitzen schon ein. Von neuem bis neuem. Von 9 bis 9. Ach ja. Schön. Toll. Klasse. Man kommt halt an so gewissen Stellen jedes Mal aufs Neue nicht weiter, ne? Dua Lipa mit Dance the Night Away. Alter Vater, ey, jedes Mal überlegst dir was und kommst einfach nicht weiter, weil irgendwann mal so eine Blockade da ist, beziehungsweise es ist einfach so. Mit wem hat Rudy denn zusammengespielt? Mit wem hat Dwayne motherfucking Rudy denn gut zusammen harmoniert? Was kann man denn da mal machen, offensiv? Dann gibt es die Spieler wieder nicht. Solange wir natürlich wieder eine Größe haben, bei. Das ist das simpelste Prinzip. Und so haben wir eigentlich die ganze FIFA-Zeit verbracht. Deswegen haben wir auch immer so lange unser Team gespielt, weil es gerade zu ist. Messi! Zieht an Davis dran vorbei. Nicht Messi-like. Dance tonight. Just watch me dance.
dance the night away. Messi und CR7. Musiala, Jamal. Hey, was ein Pass. Ist gut. Nein, er kämpft gut. Mbappé kann den Ball nicht für seine Mannschaft behalten. Oh, Messi geht schon wieder vorbei an Marquinhos. Messi hat Platz. Es ist im 16er Abschluss. Wieder aus spitzen Winkel, kein Problem für Marc-André ter Stegen. Davis wird verdient von Lewandowski, Fonsi Davis, hinten ist Musiala, Nebenkopf. Und da war noch einer dran, das wird Keeper Ian Oblak gewesen sein, deswegen Ecke auf Lewandowski. Davis für Robert Lewandowski. Ecke, 2-0 Robert Lewandowski. Ist der Eiskalt. Flufo, herzlich willkommen, schönen guten Abend, Servus. Come on. Musiala. Reus, Musiala, Reus bleibt am Ball, wieder Platz, Musiala rechts. Ecke. Das hat vorhin gut geklappt, Fonsi Davis auf Lewandowski, dann stand es 1-0, Ecke. Wieder in Richtung Lewandowski getreten. Diesmal ist Koulibaly dazwischen. Mbappé. Bild uns halten aus. Nochmal Lewandowski, wieder in einer guten Position. Lewandowski und Oblak. Meine Güte, aber da sind auch Lücken einfach bei ihm in der Abwehr. Ab 10x 85 Packs und weitere. Danke für die Anfrage auf jeden Fall erstmal. Aber ich glaube, beziehungsweise ich weiß, da habe ich gerade nicht so großes Interesse daran. Hier gibt es aktuell so viel und so en masse. Natürlich danke fürs. Aber ich habe da
so viele auch schon gesehen, es kamen so viele Sachen schon Bullshit rein. Öffne die für dich ruhig und dann. So viel Platz, so viel Platz. Uflo, danke für eure Verzeihung, danke dir. Also so eine Grätsche in letzter Minute, das passiert wirklich relativ häufig, wenn wir das mit unseren gestandenen Innenverteidigern machen. Und wir können das auch wirklich ganz gut. Machen das in regelmäßig Abständen wirklich gut. Es ist ein souveränes Spiel. Wir führen solide mit 2-0. Es hätten doch nicht mehr Treffer noch machen können. Da waren wirklich große, große Lücken. Und dementsprechend zu Recht ein großes Fahrtkonzept für die Gegner zu machen. Ach ja, ich weiß es doch immer noch nicht, um was für Spieler wir denn letztendlich mal eine Mannschaft bauen sollen. Ich kann jetzt Coutinho nochmal testen. Ich habe jetzt hier in dieser Mannschaft schon wieder Foden, Coutinho, Reus, Bellingham. Das ist auch wieder derselbe Rotz, den ich sonst halt auch wieder drin habe. Ne? Ich mache auch keinen Sinn. Derselbe Rotz. Was muss man noch mal mit ein paar anderen Spielern noch? Wayne Rooney und dann. Was mir auch weiterhelfen würde, wenn ich einfach mal einen wirklich spielbaren, guten Spieler ziehen würde, in dem man mal ein Team bauen könnte. Der sozusagen der Starspieler ist. Das passiert aber nicht. Darauf brauche ich dann hoffen. Passiert. Wow, Vanja aus der Dreh. Alonso. Xavi Alonso. Ist wahr. Davis. Maybe. Maybe. Nächste Gelegenheit wieder geblockt. Wir kommen da wirklich gut durch. Jetzt noch wirklich gut durchgekommen. Bellingham, links ist wieder Platz für Davis. Kommt der Klaus nicht dran vorbei. Dazwischen holt er den Ball. Reus mit Platz in der Mitte ist Lewandowski. Lässt sich ein bisschen fallen. Im Rückraum ist Coutinho. 3-0 für Felipe Coutinho. Und damit ist das Ding sehr weit fortgeschritten. Was macht Marquinhos denn da vorne? Wow. Hätte auch Lust, ein Tor zu schießen. Na klar, warum nicht? Marquinhos, Kapitän von Paris. Saint-Germain. So,
Also wir gehen hier auch mit vollem Einsatz rein, unsere Jungs, und die versuchen auch wirklich ganz interessante Sachen, probieren die da aus. Hier Hackerspitze 1, 2, 3, das ist teilweise sehr, sehr schön zum Anschauen und effektiv, teilweise auch. Just watch me dance, dance the night away. Watch me dance, dance the night away. I could dance, I could dance, I could dance, dance the night. Das war mal schwammig. Wieder Platz, Fonzie Davis, Fonzie Davis. Ganz hinten ist Marco Reus. Das ist ein interessanter Ball. Mittig durch und das flach. Sergio Busquets, Vanja, tolles Gegenpressing, Ramos ist da. Wieder Reus, der sich sehr zentral hier anbietet. Davis. Aber nicht durchgespielt zu Reus. Bellingham. Levi Lewandowski. Hoppla. Rick sah jetzt nicht wirklich besetzt. Wo auch immer Jamal Musiala sich befindet. Nicht auf Besetzung. Und dann gibt es den Anschlusstreffer zum 3-1. Die Weste bleibt nicht weiß, leider Gottes, beim Makabri-System. Ja, die Dreierkette wirbelt sehr durcheinander. Ärgerlich. Wirklich. Wieder ein toller Ball auf Lewandowski. Lewandowski am Keeper dran vorbei. Eingenetzt um 4:1. In den 9. Und damit sind wir lange Sieg, aber wir haben den 6. Sieg geholt in der Quali. Man of the Match, Robert Lewandowski. Making it all okay.
it's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell their soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Dankeschön an The Weeknd. Toll, 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 toll. Warum ist es eigentlich so verdammt schwer, eine fucking Mannschaft auf die Beine zu stellen, die ansatzweise mal gut spielbar ist, ey? Das kannst du doch keinem erzählen. Was haben wir denn da noch so rumlaufen in der Serie A? Pogba, Paul für 2,8. Günstig. Mittelfeldspieler, okay. Nee, da ist so die einzige Option, ja. Ein Theo Hernandez, den ich sehe in der Mannschaft, ist einer der mitbesten Außenverteidiger. Wenn nicht sogar der beste Linksverteidiger aktuell. Das ist schön, aber der Rest, der hier so rumläuft, so Lukaku, so ein Bremer, Robin Gosens gewechselt jetzt nach den eisernen Tomori. Das ist alles echt so ein bisschen mau. Und wirklich alles so ein bisschen fragwürdig. Was ist mit Leao? Da haben wir auch noch rumfliegen. Den können wir auch noch mit reinpacken. Könnten wir. Hier, Rafael Leao. Rafael Leao kostet auch immer nur 600.000. Den könnten wir hier mit reinpacken als rote Karte. Mit Paolo Dybala. Du müsstest ja genug Leute aus der Serie A haben. Wo, was ist Lucio denn hier? Was hat der hier für eine Liga gehabt? Hier der Bundesliga? Was ist das hier für eine? Was hat der hier? Welcher Liga gibt er denn hier mal ein paar Pluspunkte? Heroes Brasil! Der gibt da niemandem einen Pluspunkt, außer was? Das muss ich jetzt mit Dani Alves testen. Alves, Dani. Gibt's den noch? 1, 2, 3. Nö, auch nicht. Was ist Lucio denn hier für eine Karte? Bundesliga, doch, Bundesliga. Okay, gut. Habe ich jetzt nicht gesehen. Bundesliga ist der. Ja, ist auch scheiße. Also es ist alles sehr, 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 sehr mau hier. Weiß ich nicht. Ist auch wieder der Moment, wo ich mir denke, warum solltest du da jetzt weitermachen, weil es
Majestic Gyal, step in the club, dominant. Body fantastic Gyal, hol noch mehr imperial. Aura Majestic Gyal, step in the club, dominant. Ohne Skandal in den Top 10 Charts. Immer noch Herz und ne Top on guard. Tadi locate in a sweet 5 stars. Und ich flieg PJs 12 Passenger. Body im Shape, deine Girls in love. Guck, she slides in my messenger. Ihr gefällt mein Vibe und mein Charisma. Wenn sie mich sieht, dann in foreign car. Vamo shake your bamba, babe. Vamo dancer auf Beat, babe. Schatz wie Dollar, Dollar, komm, trink dein Shot. Tequila, Asu, komm, gib mein Glas. International, guck, mein Baby Girl, geht dir drei durch Stadt. Aura Präsident, rasch durch mein Talent. Loco, dekadent, Motherfucker, flieg dein Shot. Luciano, Bamba. Hey, Bamo, Bamo, shake your Bamba. So, Bamba, wir machen für heute um 0.38 Uhr am Freitagmorgen Schluss aufs Ende Feierabend. Ich werde mir dann privat diese Belohnung abholen. Machen wir auch meinetwegen morgen Abend ab 10. Das Spiel war die Finals. Ich werde mich jetzt vielleicht nochmal um eine Mannschaft kümmern. Vielleicht auch was verkaufen, vielleicht was kaufen. Vielleicht bleibt diese Mannschaft auch stehen. Weiß ich jetzt alles nicht. Das Einzige, was sicher ist, dass ich auf jeden Fall morgen Abend ab 10 Uhr hier sitzen werde. Eine genaue Zeitangabe gibt es wie immer nicht. Warum auch? Weil ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht, wann genau. Ich weiß nur irgendwann ab 10. Meinetwegen auch 11 oder 12. Sehen wir dann. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein und eine ruhige, gute Nacht. Schönen Start ins Wochenende. Ciao. Tschüss. Bis morgen. Thank you.